haben sie in den letzten 2 Jahren nicht gemacht. Sie werden diesmal jetzt noch. Ich glaube, diese Effekte aus dem System jetzt noch nicht unbedingt sehen. Wie kann man die Technologie an den Stellen einsetzen, wo der Mensch, sag ich mal, nicht unbedingt nötig ist, die Technologie ihm also assistiert und man dann die höherwertige Arbeit des Menschen näher am Patienten anbringen kann? Hallo? Hallo? Hallo, geht's Ihnen gut? Hallo, können Sie mich hören? Ich sage Ihnen jetzt, was Sie machen müssen. Notarzt ist auf dem Weg zu Ihnen. Stellen Sie das Telefon auf Lautsprecher. Bitte kommen Sie schnell. Die Mein Stadt Rettet App, die jetzt auch in Kooperation mit dem UKSH entstanden ist, hat sich jetzt sehr gut entwickelt. Wir sind jetzt in Schleswig-Holstein schon bereits in 3 Leitstellen fest integriert. Das Ziel dieser App ist es, den Leitstellen eine zusätzliche Möglichkeit zu geben, parallel auch Ersthelfer zu alarmieren, die sich in unmittelbarer Nähe zu dem Notfall befinden. Die Ersthelfer haben dann eine App und werden dann entsprechend alarmiert, sofern sie sich in unmittelbarer Nähe befinden. Aktuell haben wir 5 Alarmierungen pro Tag. Bei diesen 5 Alarmierungen sind im Schnitt 1 bis 2 Ersthelfer beteiligt. Meine Stadt Rettet informiert Ersthelfer in der Umgebung eines Notfallortes und stellt damit sicher, dass Hilfe beim Patienten ist, noch bevor der Rettungsdienst dort sein kann. Wir haben sehr positive Erfahrungen. Wir haben momentan 2500 registrierte App-Retter in der Region. Dann sind die Chancen, einen Herz-Kreislauf-Stillstand zu überleben, in unserer Region deutlich gestiegen durch den Einsatz einer App. Mit Hilfe des Bettenmanagers haben die Leitstellen immer im Blick, wie die aktuellen Bettenkontingente von den Krankenhäusern sind. Dann weiß man ganz genau, in welches Krankenhaus dieser Patient am besten untergebracht wird. Und durch eine App werden diese Informationen angezeigt und die Fahrer des Notfall-Einsatzfahrzeugs sehen die Informationen auch sofort über eine App. Die Horrorvorstellung für jeden ist, man fährt in ein Krankenhaus und im Krankenhaus, da wo man hinkommt, gibt es kein freies Bett mehr. Wir haben die Rettungsleitstellen, das ist natürlich gut geregelt, aber das geht natürlich vielleicht für die Entscheidungsfindung draußen schneller, wenn ich mit einer einfachen App schon weiß, welche Häuser haben welche Spezialbetten gerade frei und reduziert aber auch damit die Arbeitsbelastung in den Rettungsleitstellen. Hier hätten wir so eine gute Kombination aus Entlastung und gleichzeitig ja, Qualitätssteigerung. Ich bin einfach früher am Patienten, wenn es wirklich mal um Sekunden geht. Also Dinge, die IT-Verständnis brauchen und die dann eben das Medizinwissen mit einer Idee aus der Technik kombinieren. Wir haben aber auch viele andere Ansätze mit Rettungsdrohnen, mit verschiedenen anderen Dingen, die dann in ganz, ganz konkreten Umsetzungen im Alltag enden. Drohnen auf einmal in Lawinengebieten eingesetzt werden oder bei uns vielleicht später in der Wasserrettung. Also tatsächlich aus der Idee dann wirklich auf der Straße. Man will ja nicht Betroffener sein, sondern man will Beteiligter sein. Man will selber aktiv die Technik gestalten. Und das kann man in dem Healthcare Hackathon. Ich glaube, nur durch diese Interaktion kann dann auch Akzeptanz am Ende entstehen und können dann auch gute Technologien entstehen am Ende. Die Teilnahme öffnet natürlich immer die Gedanken, Ideen so weit zu transportieren, dass man sie begreifbar machen kann, dass man es ausprobieren kann, wie jetzt auch am Beispiel Meine Stadt Rettet. Und das finde ich ist schon eine tolle Leistung dieses Formats. Digitalisierung so einzuführen, dass sie die Menschlichkeit weiterhin wahrt. Der Mensch kann sich dann auf das konzentrieren, wofür er auch wirklich erforderlich ist. Und das sind eben halt im Wesentlichen auch die Prozesse, die man mit Maschinen heute noch nicht abbilden kann. Wir werden halt in Schleswig-Holstein mit diesen Innovationsideen einfach mal ein paar kleine Marker setzen und schauen, wie sie sich dann in der Realität bewähren.